Deshalb, weil wir sehr viele starke IT-Unternehmen in unserem Landkreis Böblingen haben. HP, IBM und andere Weltfirmen sind bei uns im Landkreis Böblingen beheimatet. Und deswegen engagiert sich der Landkreis hier finanziell im Umfang von rund 4 Millionen Euro gemeinsam mit der Stadt Böblingen. Und das über einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren hinweg. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, dass die Universitäten und Hochschulen sehr eng verzahnt arbeiten mit den IT-Firmen. Ich sehe das gerade hier im Landkreis Böblingen, dass es wichtig ist und das hat Zukunft, dass die Wissenschaft und die Forschung eng verzahnt sind, sodass dann Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und Produktion noch enger zusammenrücken. Sehr gut, also ich bin begeistert, wie das Hermann-Hollerith-Zentrum wächst und gedeiht. Es war ja ein zartes Pflänzlein hier in Böblingen und die Zahlen, die Nachfrage ist riesengroß und ich bin überzeugt, dass die Menschen, die hier einen Abschluss machen, dass die einen guten Job bekommen dann auch in den IT-Firmen. Da bin ich fest davon überzeugt.